Scheiße. Viele Schüttler, diese. Mann! Ich weiß nicht, ob mein Popschutz diesen ganzen Scheiß hier rausgefiltert hat, aber. Kacke! Liebe Leute. Doch. Nicht, ne? Ich bin getaggt worden. Leute, ich hasse Tags. Ich finde Tags total scheiße. Tackle, macht so eine Scheiße. Gibt das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch angesagt? Bei so ganzen YouTube-Kacke hier. Tags. Was ist ein Tag? Tag, T-A-G-G oder was? Lieben Leute, Game Moderation, Kanal findet ihr bei mir in der Linkliste. Hab mich getaggt, die dumme Sau. Dumme Sau habe ich nicht gesagt, Game. Du weißt, wie ich das meine. So, pass mal auf. Ich soll jetzt hier so ein paar Fragen beantworten. Na gut. Kommen wir wohl nicht drum rum. Das heißt, wir kommen drum rum. Ich habe schon mal einen Tag ausgeschlagen, weil da waren 2 Millionen Fragen. Hätte ich 6 Stunden für gebraucht. Quatsch, aber das sind 4 oder 5 Fragen. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe meine Brille nicht auf. 5 Fragen. Ich hoffe, ich kann das mit meiner Sonnenbrille lesen. Ansonsten verzeiht mir jetzt schon mal die Rechtschreibfehler und die Lesefehler. Mann, ich hasse Text. Scheiße hier. Okay, dann gucken wir mal. Die Fragen. Ich gucke jetzt mal hier auf die Fragen. Ich hoffe, wie gesagt, ich kann das lesen. Das ist, eigentlich bräuchte ich hier eine Brille. Ne? Und egal, ich guck mal. Ich blende die Fragen auch, glaube ich, noch ein. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich mache das jetzt hier total spontan. Ich denke über nichts nach. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste bei dieser Scheiße, die ich eh nicht leiden kann. Und insofern, Game Moderation macht das nie wieder. So, die Fragen. Erste Frage. Was macht dir an deinem YouTube-Dasein am meisten Freude? Eude. Was macht mir am meisten Freude an meinem YouTube-Dasein? Ja, da gibt's einiges, nicht? Also in erster Linie, ich werde mal versuchen, das halbwegs ernst zu beantworten, zumindest das, was ich so, ne? Ihr wisst ja, ich bin alter Zockeradel, ne? Infantil mit Stil, ne? Und ich habe immer schon gerne gedaddelt und es ist für mich immer eine gute Sache oder eine schöne Sache, die Spiele, die ich echt liebe, und davon gibt's echt etliche und einige auf meinem Kanal, die mit anderen zu teilen. Den anderen, die es möglicherweise nicht kennen, das vorzustellen, was ich da so gerade zocke. Ne, beispielsweise gerade bin ich bei Baphomets Fluch, ne, mein absolutes Lieblingsadventure, und ich liebe es einfach, ne, mit anderen Leuten dieses Spiel zu teilen, insbesondere dann, wenn sie es noch nicht kennen und unbedingt kennenlernen sollten. Ne. Das ist auf jeden Fall, ne, eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht, vor allem wenn dann auch Feedback wiederkommt, ne? Kommentare, ne? Sowieso, ne? Nette Kommentare, die irgendwie sich auch auf die entsprechenden Videos dann einlassen und dann auch, ne, nicht irgendeinen Scheiß da reinballern, sondern nur wirklich Kommentare, also ein Austausch, der stattfindet, das macht mir halt sehr, sehr viel Spaß, ne? Und das, ja, das finde ich eine super Sache. Und das, wie war die Frage? Was macht dir an deinem YouTube-Dasein am meisten Freude? Ja, der Austausch, ne, über das, was ich mache, mit anderen. Deswegen freue ich mich immer. Ne? Und alles das, was ich so auf meinem Kanal so verzapfe, meiste davon sind Spiele, die mir sehr ins Herz gewachsen sind, die ich sehr gerne gespielt habe. Und die stelle ich gerne vor und teile das auch mit euch. Ne? So, ich hoffe, das reicht an Antworten. Mehr gibt's nicht. So, pass mal auf. Zweite Frage. Oh Gott, aber zweitens. Wenn du dir wünschen könntest, dass ein Videospiel nach deinen Vorstellungen gemacht wird, was für ein Genre wäre es und wie sähe das Ganze aus? Kurz angeschnitten. Moment. Reicht das? Ist das kurz angeschnitten hier? Okay, die Frage bei dem Videospiel. Also, ihr wisst ja, dass ich Adventures über alles liebe. Da gibt es sehr, sehr gute Adventures. Das reicht mir auch. Ich denke mal, in meiner Lebenszeit werde ich nicht mehr dazu kommen, alle Adventures, die mir wirklich Spaß machen und ich gut finde, zocken zu können. Insofern bin ich mit der Nummer erstmal durch. Das heißt, da
habe ich einiges an Sachen, die ich auch noch machen werde, wo ich sagen würde, das ist okay. Was ich aber gerne, ja, was mir fehlt, was ich gerne entwickeln lassen würde oder könnte, wenn ich einen Einfluss hätte, ne? Ihr wisst, ich liebe auch Wirtschaftssimulation, insbesondere Casino Incorporation. Das Ding, ne, ich spiele ja gerade The Management, also die Erweiterung, und das liebe ich ohne Ende. Und habe ich immer schon geliebt, habe ich auch damals super gesuchtet ohne Ende, ne? Und das ist die erste, denn die Management habe ich jetzt erst, ne, neu hier für den Kanal, ne? Und da würde ich gerne eine Fortsetzung, also eine weiterentwickelte Version. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube, Konami gibt es gar nicht mehr. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen anderen, was weiß ich, Publisher oder so, der da Bock drauf hätte. Ne? Und das würde mir wirklich viel Spaß machen. Generell Wirtschaftssimulation. Da gibt es aktuell nicht wirklich so viele, wo ich sagen würde, das ist jetzt unbedingt ein Highlight. Ich hatte damals einen Boxmanager, der war super gut gemacht. Der läuft, ich kriege den auf Windows 7 leider nicht ans Laufen, sonst hätte ich den auch schon let's played. Vielleicht müsste ich es nochmal probieren, mal gucken. Der hat auch super Bock gemacht und das sind alles so richtig gute Wirtschaftssimulationen, die, ne, wirklich auch Spaß gemacht haben, wo auch viel möglich war, ne, wo nicht zu viel möglich war, also dass man gar nicht mehr durchblickte, sondern genau gut dosiert, ne, wie jetzt auch bei Casino Incorporation. Solche Spiele würde ich mir echt mehr wünschen und dann auch richtig gute, ne, und nicht, wenn ich die ganzen Simulationsscheiße da sehe und ich durch, was weiß ich, eine große Elektromarktkette schlender, da denke ich nur, ne, Freunde. Ihr wollt Kohle machen, das ist alles. Ne? Also das Herz fehlt bei den meisten. Ja, also wie gesagt, das war die Frage. Genau, also ich würde, ne, wenn ich es machen könnte, ne, Casino Incorporation, Fortsetzer, ein bisschen, ne, poppigere Grafik, ein paar mehr Möglichkeiten, ne, könnt mich anschreiben, ich weiß, wo es lang geht, ne, also dann, ich hätte schon ein paar Tipps für euch, aber das wäre es, was ich gerne, ne, und so weiter. So, dritte Frage. Dritte Frage. Wenn du ein Videospiel, Genre auch RPG-Maker, ach, gerne auch RPG-Maker-Spiel verfilmen lassen könntest, welches würdest du wählen? Little Sweet Larry. Den kleinen, ne, dauernotgeilen Larry, den würde ich doch mal ganz gerne sehen. Ne? Als Comic, als Zeichentrick oder auch als Real Life. Ne? Das, wenn ich mir eins aussuchen könnte, ich glaube, ja, Little Sweet Larry, hätte ich Bock drauf. Dann ist die nächste Frage. Um die Stimmung mal wieder aufzulockern, was ist die Quadratwurzel aus 81? Stimmung auflockern. Quadratwurzel. Liebe Leute, ich habe Mathe in der Schule gehasst. Das ist keine Auflockerung, das ist eine Drangsalierung, eine Zurückkatapultierung in meine Schulzeit. Und Mathe war da immer... Die Quadratwurzel aus 81. 45.238.476, Periode 7. Auflockern. Viel Glück beim nächsten Mal. So, jetzt hier noch. Was für Ideen hättest du für Interaktion? Das ist die fünfte Frage übrigens. Die mit der Quadratwurzel war die vier, ne? Ich glaube, 9 ist das, wenn ich das richtig... Egal, interessiert mich ja nicht. Fünfte, ne? Was für Momente, Ideen hättest du für Interaktion mit anderen YouTubern außer diesem Tagging-System? Freunde, bis mal auf diese Tagging-System. Ist der letzte Scheiß. Das ist keine Interaktion mit anderen YouTubern, das ist Drangsalierung eines YouTubers. Ich hasse das irgendwie. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Und wenn ich zu irgendwas gezwungen werde, ne, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. Und auch diese ganze Challenge, das geht mir alles sowas im Arsch vorbei. Also, liebe Leute, ne, für die Zukunft, merkt euch, ne, Spiegel 45, bitte nicht taggen. Ne. Der macht's meistens sowieso nicht mit dem Tag, ne? Wie gesagt, im letzten habe ich nicht gemacht, weil das 6 Millionen Fragen waren. Und das mache ich jetzt, weil hier, wie gesagt, das waren 5 Fragen, die kriege ich noch gerade auf den Zaun. Gut, wie war die Frage? Ne? Andere Interaktionen. Es gibt bei YouTube genug Möglichkeiten der Interaktion. Ich denke mal, das reicht erstmal aus. Und ja, ansonsten, ne? Interaktionen. Inter, ne, ist lateinisch zwischen Aktion, ne, Reaktion und Aktion. Mein Gott, weiß ich nicht, ist doch egal. Es wird sich, es ergibt sich. Es ergibt sich sowieso immer alles, eine Interaktion hier und da. Ne. Also, nun, die meisten haben mich angeschrieben, haben kommentiert, ne, der Fallapfel zum Beispiel oder Ossi oder, ne, darum hier, das sind alles Leute, die man kennen durch Interaktion, sprich durch Kommunikation, ne, Kommentare, PNs oder wie auch immer. Und dann guckt man mal, was sich so entwickelt, ne, und alles andere. Na, wird die Zeit schon mit sich bringen. So, haben wir jetzt noch was? Ne, ich glaube, das waren alle. Ne? Also wie gesagt, liebe Leute, ne, Spiegel 45 nicht taggen. Das ist gefährlich. Ne? Das kann ins Auge gehen. So, meine lieben Leute,
ich müsste ja theoretisch jetzt auch noch wen taggen, ne? Und da ich diese Tags nicht leiden kann, ne? Und das mehr oder weniger als Belästigung empfinde, ne? Tagge ich keinen oder aber alle, die Bock drauf haben. Ne? Also wenn ihr Bock habt, diesen Tag zu machen, ne? Macht ihr, ne? Beruft euch auf mich, ne? Ich hab gesagt, ihr dürft das machen, ne? Und taggt, ne? Oder taggt nicht oder wie auch immer. Ne? Und ja, was soll ich sagen? In diesem Sinne bin ich drin, ne? Hab ich, glaube ich, schon gesagt, insofern, ne? Reinhauen. Nichtsdestotrotz habe ich die Scheiße hier gemacht, weil dann musste mal sein, irgendwie, ich wollte Game Moderation jetzt nicht enttäuschen, aber lass das Taggen hier sein, ne? Im Spielkind 45 hat er keinen Bock drauf, ne? Also in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, haltet euch wacker, ciao, ciao, euer Spielkind 45 und nicht taggen.